Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3. Das ist unser Neffe, der Notka. Und er hat tatsächlich es gewagt und wollte unsere Lehrensautorität hier anzweifeln. Er wäre auch hier ein Befehlshaber, aber wir hoffen ihm, dass wir jetzt ihn im letzten deutlichen Sieg hier platt machen können. Und dass wir jetzt, okay, da haben wir hier die drei Schlachten natürlich gewonnen. Die erste, das war die krasseste. Hier, da haben wir gerade noch, dank unserer Verbündeten, hier das geschafft zu siegen. Und jetzt müssen wir natürlich hier in den letzten Kampf eintreten. Und hoffen, dass wir ihn jetzt endlich festnehmen können. Okay. Leider auch wieder nicht. Da haben wir jetzt nur wenig bekommen. Schauen wir mal, wo er sich jetzt rumtreibt. Okay, jetzt ist er wieder zu Hause. Das heißt für uns, wir gehen hier rauf. Nee, Elvis. Aber was will er denn jetzt? So, die werden wir jetzt erstmal zusammen. Es ist hier leider so, dass wir hier rauf müssen. Nee. Gehen wir einfach mal hier rauf. Dauert natürlich ewig. So, schauen wir mal, wie die jetzt. Ne, ist ja schon hoch. Ne, das lassen wir durchgehen. Okay, und jetzt haben wir da hier gewonnen. Jetzt haben wir hier gewonnen. Okay, ihr haltet Schrecken, kerkert alle aufständischen Vasallen ein und erhaltet einen Titelaberkennungsgrund gegen jeden von ihnen. Notka starb ein. Herzog Adolf, dem Wiegerich, Graf Gui. Okay, Folterung erzwingen. So sei es. So, stopp mal. Okay, und der hat uns jetzt den Krieg erklärt. Weil wir hier jetzt bloß mehr 12.000 Leute haben. Das machen wir nicht. Da müssen wir natürlich jetzt mal... Erst können wir den Papst um Geld bitten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Okay, den Ganzgau holen wir. Da müssen wir natürlich die hier alle mal durchschauen. Okay, der kommt nicht. Okay, ich sage mal, vielleicht so ab 2000 Leute. Barcelona. Ja gut, den holen wir auch mit. Barcelona, Tarragona, Savoyen. Okay, auf jeden Fall. Burgund. Nee. Okay, auf jeden Fall. Graz. Und? Nee. Und der letzte noch? Nee.
Okay. Auf jeden Fall als allererstes schauen wir hier mal rein. Können wir natürlich die Titel aberkennen. Auch da können wir nur einen aberkennen. Ja, den lassen wir hinrichten. Machen wir es einfach so, wer hier okay, einen Verwandten sollte man natürlich hier nicht hinrichten lassen. Den können wir den Titel aberkennen. Und zwar das Herzogtum. Okay. Teammörder. Okay, ja, den. Okay, der ist ja jetzt landlos. Der hat hier schon nichts mehr. Den lassen wir raus. Dann haben wir den hier, den Adolf. Titel aberkennen. Okay, da haben wir kein Druckmittel. Sippenmörder. Nee, da werden wir hier vielleicht dann trotzdem einen Titel aberkennen. Ein Kämmer ab. Okay, und lass mal gegen 100 Gold raus. Dann natürlich den Notzker, den Anführer. Okay, erhalten wir 7 Mörder. Was soll's? Lass mal raus. Dann diesen Typen hier. Das können wir nicht aberkennen. Lass mal raus. Dann den Bürgermeister lass mal auch raus. Den Ultarich gegen ein Gelübde, ein Druckmittel, ein Gelübde wollte ich schon mal fast sagen. Das ist auch ein Druckmittel. Lass mal eine Sekunde laufen. Immerhin haben wir jetzt einmal das Geld vom Papst. Okay, ein Festmahl natürlich auf keinen Fall. So, schauen wir mal hier rein. Wo ist denn überhaupt der Angreifer zu Hause? Überhaupt nirgends. Das ist nur rein die Nordmannenarmee. Und was wollen die? Die wollen das Ding hier. Dann würde ich einmal sagen, das lassen wir ihm. Das lassen wir ihm. Und dann ist Ruhe. Dann ist hier Ruhe. Hey, ob wir jetzt das haben oder nicht. Das ist leer.
Jetzt schauen wir mal, was er hier alles jetzt getrieben hat. Ja, aber das war klar, dass er natürlich den Anführer hier hinrichten lassen muss. Was haben wir hier noch jetzt erhalten? Neu. Okay, Kampfgeschick plus 1. Naja. Alles klar dann. So, dann haben wir erstmal über der Domänenschwelle, ist klar. Unsere Frau ist natürlich weg. Frage natürlich, sollen wir uns jetzt noch eine irgendwo holen? Weil wir auch mit den Bündnissen hier ziemlich schlecht stehen. Hier mit dem byzantinischen Kaiserreich. Und da machen wir das ist einfach einmal jetzt so aus Gründen, aus politischen Gründen, sagen wir einfach mal. Schauen wir mal, ob der zusagt. Jawohl, ausgezeichnet. Okay. Sie ist verlobt. Kann natürlich hier noch nichts machen. Und wir schauen jetzt als allererstes mal, wie wir unsere Domänen loswerden. Da haben wir hier zwei Königreiche. Und an wen könnte man das hier vergeben? Okay, natürlich nicht an unseren Hofarzt. Okay, ist natürlich die Frage jetzt, wenn ich hier draufklicke, ist es dann gleich soweit? Okay, dann ist es so. Das haben wir jetzt einmal ausprobiert, wie das funktioniert. Okay, aber zumindest niemand aus der Verwandtschaft. Bastardgründer kann keine Titel erben. Jetzt müssen wir natürlich hier mal wieder zurückschauen. Okay. Das wird er hier erben, das Zeug. Wenn er das erbt, dann schauen wir natürlich hier als erstes einmal das Königreich von Wales. Das bekommt er. Deswegen wird es aufgeteilt. Jetzt schauen wir mal, ob wir eventuell Colmar an jemand anders geben können. Na, schaffen wir das hier noch? Oder dürfen beide hier nicht offen sein? Ja, Colmar. Colmar. Wenn wir das an den Arnulf geben würden. Okay, der ist unser Vasall geworden. Jetzt schauen wir hier nochmal rein, ob sich hier was getan hat. Verlorene Titel 5. Wie schaut es jetzt aus mit Grafschaft von Breisgau? Schade, dass man das hier zumachen muss. Grafschaft von Breisgau.
vergeben wir natürlich auch wieder an irgendjemand, an einen Adligen. Machen wir einfach mal jetzt das wieder. Zack. Okay. Was ist das? Fruchtbar. Naja, sollte heiraten. Okay, und jetzt nur mehr 4. Genau auf die Art und Weise könnte man das jetzt auch schon hier unter die Leute bringen. Straßburg. Ah, so funktioniert es auch. Da sagt mein örtlicher rheinländischer Adliger, bekommt das. Die Aussinde. Ah, okay, okay. Prima, prima. Sie ist schwanger, nicht verheiratet, interessiert uns nicht. Und jetzt dieses Herzogtum. Könnte man jetzt der Herzogtum verlorene Titel. Was haben wir hier? Königreich von Wales soll ja der Helferich bekommen. Okay, der ist jetzt vorn dran. Bräuchte man jetzt ein Druckmittel gegen die, dann könnte man die noch, dann würde das Königreich Wales auch bei uns bleiben. Das Herzogtum kann natürlich wahrscheinlich nicht der Helferich bekommen. Herzogtum von Elsass. Ja, genau. Da das sowieso nicht erben würde. Jetzt haben wir aber noch 2 Sachen, die wir loswerden müssen. 2 Sachen müssen wir noch unbedingt loswerden. Dann würde ich mal sagen, Casentino. Vergeben wir an einen aus der schwäbischen Kultur noch. Okay. Und dann haben wir noch was. Da schaue ich jetzt einmal hier kurz rein. Mailand bringt nichts. Moment. Wieder, das hängt manchmal ein bisschen. Ach, das ist dieses Gauzelinheim. Das werden wir an Adeligen hier vergeben. Ja, meistens Frauen, komischerweise. Okay. So, das sind hier Verbrecher. Was hat die getrieben? Nicht verheiratet, schwanger. Interessiert uns nicht. Die Aussinde, auch wieder unzüchtig. Bündnisse mit dem Hans. Nee, da werden wir jetzt auch einmal nichts machen. Kann Vasallen an rechtsmäßigen Lehnsherr übertragen. Wird sich für uns dadurch irgendwas ändern? Ich pinne ihn mal an, falls er dann irgendwie weg ist. Okay, das wird jetzt sein Lehrensherr. Okay, der ist immer noch im Reich. Können wir schon wieder wegnehmen. Und die Oder geht an den. Okay. Passt.
Was für Titel können wir erben? Ja, keine Titel können wir erben. Ja, dann sollten wir jetzt das Herzogtum mal schaffen. Jetzt schauen wir mal kurz hier nochmal rein. Aber ich denke mir mal schon, das war jetzt wirklich ein Riesenschritt. Jetzt haben wir dann nur mehr drei Sachen, die wir dann uns wiederholen müssen. Wir schauen mal Königreich von Wales. Okay, das wäre natürlich dieses Eck hier. Also so. Die beiden Söhne, ist klar. Herzogtum von Elsass. Okay, genau dieses Eck dann. Ja, da werde ich auch sagen, dann könnte man sich vorstellen, wird dann der Helferich hier relativ zufrieden sein, wenn er hier dann noch dieses Teil dann zurückholt. Okay, prima. Dann beende ich jetzt mal diese Folge. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.